Von der Eule. Der Name ist Programm. Wir machen heute wieder ein Moin und zwar zum Thema Rektorenwahl. Was macht eigentlich der Rektor? Der wird jetzt ja gewählt. Habt ihr schon mitbekommen, dass er gewählt wird? Wir wollten uns mal umhören. Hallo, ich bin die Brenda von der Eule. Das ist der Uniblock und wir wollten euch mal fragen, ob ihr schon von der Rektorenwahl gehört habt? Nee, bis jetzt noch nicht. Gar nichts? Nee. Okay. Wisst ihr denn, was der Rektor eigentlich so macht in seinem Alltagsbusiness? Na, er kümmert sich halt um die Uni, dass alles halt läuft und verwaltet das auch ein bisschen mit, das ist halt der Chef. Okay, vielen Dank. Ich würde euch gerne mal was zur Rektorenwahl fragen. Habt ihr schon mitbekommen, dass die Rektorenwahl ist? Nein. Ich habe es mal gelesen, aber ich weiß nicht mehr wo. Ich habe es auch nicht so beachtet. Okay, ist ja kein Problem. Sie ist jedenfalls demnächst. Und jetzt wollte ich euch noch eine Frage stellen und zwar, habt ihr eine Ahnung, was der Rektor eigentlich so macht bei seiner Arbeit? Nein. Wir sind erst Erstis, also ich glaube, das kann man entschuldigen. Das kann man auf jeden Fall entschuldigen. Ich glaube, das wissen die wenigsten hier an der Uni. Auf jeden Fall, vielen Dank. Hallo, Entschuldigung, darf ich euch mal kurz was fragen? Ich bin Brenda von der Eule, das ist der Uni-Blog, der offizielle. Und wir wollten mal fragen, habt ihr schon gehört, dass Rektorenwahl ist? Ja. Ja. Okay, und seid ihr auch ein bisschen informiert oder bisher nur einfach gehört? Bis jetzt einfach nur gehört. Okay, und habt ihr eine Vorstellung, was der Rektor in seinem Arbeitsalltag eigentlich so macht? Verwaltungsakte erlassen? Ja, vermutlich, oder? Keine Ahnung. Ja, klingt gut. Vielen Dank auf jeden Fall. Wenn ihr euch informieren wollt, könnt ihr am Dienstag zur Asta-Veranstaltung in der Mensa gehen. Danke. Ich wollte mal fragen, ob ihr schon von der Rektorenwahl gehört habt. Gar nichts. Wir sind noch Erstis. Ah, ihr seid Erstis. Deswegen habt ihr keine Ahnung. Ja, das macht nichts. Ich glaube, die anderen haben auch keine Ahnung. Habt ihr denn vielleicht eine Idee, was der Rektor eigentlich so macht in seinem Alltagsbusiness? Was sie organisieren. Geht schon. Er trägt Umhänge, so wie auf dem Plakat, meinst du? Ja, sehr schön. Okay. Ja, cool. Vielen Dank auf jeden Fall. Hallo, darf ich kurz stören? Drei Stichworte. Rektorenwahl. Hoffentlich wird's gut. Vielen Dank. Tja, so richtig was rausgefunden haben wir jetzt noch nicht. Aber wir könnten ja vielleicht mal zur Asta-Etage gehen und mal gucken, ob da jemand ist, der uns was dazu erzählen kann. Ja, hallo, wir sind jetzt hier auf der Asta-Etage und wir haben uns mal mit Jan Kloppenburg zusammengesetzt, der ist im Asta-Vorstand, um den zu fragen, wie das eigentlich mit der Rektorenwahl aussieht. Ja, hi Jan, wir haben jetzt gesehen, auf dem Campus hängen voll viele Plakate rum, irgendwie von einer Asta-Veranstaltung am Dienstag. Was macht ihr denn da eigentlich genau? Wir haben festgestellt, dass am 16. November der Rektor gewählt wird und dass es eigentlich noch kaum jemand weiß. Und erst recht kennt keiner die Kandidaten. Deswegen wollen wir die der Hochschulöffentlichkeit, vor allem den Studierenden, auch allen anderen vorstellen, wollen erfahren, was die dazu bringt, Rektor werden zu wollen, was die mit der Uni vorhaben. Werdet ihr euch da auch mal informieren, was die eigentlich in ihrem Arbeitsalltag so machen? Natürlich zu der Frage gehört auch, wofür ist ein Rektor eigentlich da, was macht er, was wollen die Kandidaten eigentlich später machen. Mhm. Und deswegen wollen wir natürlich auch den Leuten ein wenig erzählen, wofür der Rektor eigentlich da ist. Mhm. Ja, cool, vielen Dank. Also, wenn ihr am Dienstag Zeit habt, 16 Uhr in der Mensa, guckt es euch mal an. Es ist sicherlich spannend, die Kandidaten mal kennenzulernen und vielleicht auch ein bisschen was davon zu hören, was sie eigentlich in ihrem Arbeitsalltag so machen. Tschüss.